bin hier der Housekeeping Manager. Ich bin also dafür zuständig, dass alles schön ist in diesem Haus und sauber vor allem. Zum Beispiel sind wir jetzt gerade hier in dem Zimmer. Das ist unser Design, was sehr schön ist. Und die Sauberkeit fängt natürlich da an, dass frische Bettwäsche auf den Betten ist, dass das Zimmer gesaugt, gewischt ist, dass das Bad gereinigt ist, dass Staub gewischt ist und dass das Zimmer einfach ansprechend aussieht für den Gast. Ich habe die klassische Hotelfachmann-Ausbildung gemacht und habe in meiner Ausbildung festgestellt, dass mir das Housekeeping sehr viel Spaß macht und durfte dann von meiner damaligen Hausdame schon ganz viele Aufgaben übernehmen. Und bin dann da reingewachsen und habe nach meiner Ausbildung direkt beschlossen, dass ich im Housekeeping bleiben möchte. Und habe dann in einem anderen Hotel als Hausdamenassistent angefangen und mich dann Stück für Stück nach oben gearbeitet. Auch gehört, also es wird mit aufgenommen, es passiert vielleicht nicht immer sofort, aber es wird mitgenommen und dann wird es vielleicht irgendwann mit eingebracht. Und wenn es eine super Idee ist, dann wird sie vielleicht auch sofort umgesetzt. Also das ist wirklich, ist eine ganz tolle Sache, ja. Ja. Ich decke gerade den Veranstaltungsraum ein. Da wird halt darauf geachtet, dass es wie schon an einigen Tischen alles sehr ordentlich ist und einheitlich, sodass der Gast ein Gefühl hat, dass hier alles in Ordnung ist. Weil ich finde, wenn ein Raum nicht ordentlich aussieht und durcheinander aussieht, ist es meistens bei den Gästen, dass es schon nicht gut ankommt. Ich würde dich auf jeden Fall zum einen davon überzeugen, dass das Produkt hier wahnsinnig viel Geschichte mit sich bringt. Das ist aus meiner Sicht ein Hotel, für das du dich ja dann entschieden hast, in zweiter Form in Deutschland so einfach nicht zu finden ist, denn wir befinden uns hier auf einer historischen Eisenbrücke. Und die unsere beiden Hotelkomplexe verbinden, also sprich den Bereich der Gästezimmer und der Bar und der Rezeption und natürlich auch unseren zweiten Bereich Restaurant und die historische Kaffeebörse. Das ist Teil 1. Und Teil 2 ist das Herzstück, sprich die Menschen, die du hier finden wirst und die Mitarbeiter, die du hier finden wirst, haben alle was ganz Besonderes, was ich dir gar nicht so beschreiben kann. Es funktioniert einfach im Team und das an jedem einzelnen Tag. Und die Arbeit ist nun mal der Bereich, mit dem wir am meisten verbringen in unserem Leben. So denke und finde ich das. Und ich würde behaupten, wir sind ganz, ganz weit vorne im Bereich Wohlfühlfaktor.